Eins, zwei, drei und. Was macht man gegen das Burnout-Syndrom? Das Burnout-Syndrom. Ich glaube, da gibt es kein Mittel gegen. Oben anbinden, unten zuschlagen. Ja, es ist schon, war schon sehr viel Schönes dabei. Ja. Ich habe ein paar Fragen zum DDRF. Ja, jetzt zwar, ganz offiziell. Wenn wir jetzt den DDRF vor 5 Jahren anschauen und jetzt, wie ist es für dich? Fühlt sich das gut an? Ist es genau richtig? Ist es der Weg, der Trend? Auf jeden Fall. Also ich finde, wir wachsen halt immens, ja, und wir vergrößern uns. Und jetzt ist es halt so, dass wir auch gucken, dass wir auch dem gerecht werden. Ja, wir werden immer größer, wir müssen mehr Standards setzen. Ja. Gleichzeitig wollen wir natürlich niemandem irgendwas vorschreiben. Das ist ja immer noch ganz, ganz wichtig. Und jetzt muss ich nochmal. Ich glaube, das spiegelt so ein bisschen auch das wieder, dass wir auch wirklich einen geilen Sport machen. Und gleichzeitig auch ganz wichtig, nicht nur Sport machen, sondern auch tatsächlich hier ein geiles Hobby haben. Ja, historische Schriften. Und das bewegt im Prinzip die ganze Masse und das macht auch die Community aus. Ganz wichtig auch zu beachten, dass wir halt auch wirklich sehr breit sind. Und das Interessengebiet ist halt groß und die Leute, die sich dafür interessieren, das werden immer mehr. Ja. Und gefühlt, ihr habt das Gefühl, ihr könnt alle vertreten, ja? Also der Verband versucht schon, alle zu vertreten. Auch selbst diejenigen, die nicht sich dazu entscheiden, Mitglied zu sein. Ja. So. Man hat auch eine gewisse Verantwortung natürlich nach außen hin, so, weil man versucht uns so ein bisschen, uns auch seriös natürlich auch nach außen zu vertreten. Aber es ist ganz wichtig, weil jeder denkt irgendwie an einen Methorn und irgendwie so ein Mittelalter-Typi mit einer Tunika. Wenn er es gibt keinen Verein, kein gar nichts und sowas. Also was wir hier machen, so, ja, das ist wirklich ein ganz toller Sport, der soll sicher sein, der soll nicht professionell sein, aber er soll auch einen seriösen Eindruck erwecken, so, dass man einfach das Gefühl hat, hier ein sicheres Umfeld vorzufinden, einen guten Sport, der für Gesundheit und Sicherheit steht und für Spaß und Community. Damit wächst halt auch quasi die Verantwortung. Und ich finde das richtig geil, dass sich alle so integrieren, dass wir als große Gruppe agieren und dass wir zusammen halt uns das erhalten, was wir seit Jahren aufbauen. Und dafür steht halt auch der Verband. Schön. Dass wir halt niemandem was vorschreiben und dass wir gleichzeitig aber sagen, lass uns aber mal so ein paar, wirklich so einen roten Faden finden, wo wir uns dran halten können. Gerade für Leute, die da neu einsteigen, so ist es. Was ich zum Beispiel super fand, war die Anleitung fürs historische Quellen erörtern. Das fand ich richtig cool. Also das ist eine super Hilfestellung von euch. Finde ich klasse. Wie würdest du den DDRF in 10 Jahren sehen? Oha. Ja. Wie ich mir wünsche oder wie, was ich glaube, was passieren wird? Erst einmal, wie du es wünschst. Mehr Mitglieder wäre schön, weil, das ist jetzt noch nicht spruchreif, aber eine DOSB-Mitgliedschaft wäre zu überlegen, es zu machen. So, natürlich ist es eine Frage auch der Mitglieder selbst, ob die das wollen. Wir müssen so ein bisschen abwägen, was gibt es für Vorteile, was für Nachteile und so weiter. Oder vielleicht gibt es auch gar keine Nachteile, das müssen wir halt mal gucken. Wir haben uns damit auch schon ein bisschen beschäftigt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Mehr Mitglieder und darüber ernsthaft sich Gedanken machen, das wäre eine tolle Sache. Und insgesamt halt, einfach das, was wir hier machen, einfach im größeren Spektrum auch immer noch sich zu erhalten. Das ist wirklich wichtig. Das ist auch wirklich eine Challenge irgendwie, ne? Ja. Zu sagen so, weil wenn wir größer werden, es wird schwieriger, alles zusammenzuhalten. Es wäre wirklich schade, wenn wir irgendwie zerbrechen. Ey Leute, wir sind alle eine Community. Es ist ganz wichtig, dass wir einfach zusammenbleiben. Ja. Wäre schade irgendwie, wenn nicht. Und da sehe ich und hoffe ich, dass wir da hinkommen. Cool. Ja, okay. Gemeinsamkeit, es verbindet uns mehr als uns trennt. Ja, echt. Ja. Also wir sind alles coole Leute und coole Menschen so. Und das zu erhalten, ist eigentlich so mit das Wichtigste eigentlich. Und dann fechten wir halt nebenbei noch so ein bisschen. Schön. Wie denkst du, wie sich die HEMA-Szene entwickeln wird? Weil die letzten 5 Jahre ist echt viel passiert. Es kam Säbel online, Rapiere, mittlerweile Smallsort. Ich mache gerne Smallsort zum Beispiel. Wie wird es in 10 Jahren sein? Rennen wir hier mit elektronischen E-Scootern als Pferde rum und jousten? Das sehen wir geil. Der Trend geht natürlich sehr stark in diese ganze Sportifizierung rein. Mhm. Ja? Und Aufgaben geben, die wir irgendwie bewältigen müssen, um das halt, was ich vorher halt gesagt habe, dass wir das alles miteinander verbinden. So. Also ja, es wird sicherlich professioneller und standardisierter, kann ich mir vorstellen, einfach weil es ein normaler, natürlicher Prozess ist. Ich hoffe, es bleibt trotzdem irgendwie noch interessant und nicht so, also bitte nicht wie im olympischen Fechten. Nichts gegen olympisches Fechten, ich will da... Die sind mega cool drauf, die mag ich auch total gerne. Ja, die sind total cool drauf, aber es ist sehr kompetitiv. Ausgerichtet so. Und ich hoffe, HEMA bleibt auch gleichzeitig irgendwie auch ein Forschungsgebiet. Es ist ganz wichtig, dass wir da zusammenbleiben, dass wir da Plattformen schaffen, dass wir das Wissen auch ballen und dass es nicht wieder verloren geht. Und da kommen wir wieder an dieses Thema, gemeinsam bleiben wir genau aus dem Grunde halt stark, weil so verbinden wir alles und so erhalten wir uns auch wirklich diese Bibliothek an Wissen und es zerstreut sich nicht wieder alles. Ja, deswegen, macht Podcasts, macht Videos, macht Fotos, ja, damit... Auf jeden Fall. Immer nach vorne. Danke, Björn, mega geil. Hat mich gefreut. Soll ich bayerisch schmatzen? Ja, freilich sollst du bayerisch schmatzen, Alter. Wie sind wir im bayerischen Verein? Servus, ich bin der Fechter Stefan.
und ich mache zurzeit einen C-Trainer. Und, taugt's dir? Schon, ja. Ich habe so viel gelernt schon. Und über die Begrifflichkeiten auch und auch geschichtlich, über das Ganze, was alles dahinter steht. Das Menschliche, weil man mit Schülern umgeht, auch wenn man sich selber sekt und weil man da dann dazu steht und so sind die Sachen auch alles. Das ist so umfangreich, das ist brutal. Was hat dich dazu bewegt, den C-Trainer zu machen? Hauptsächlich deine positive Einwirkung und Kurt und deine auf der Versammlung. Ja. Da haben wir viel gesprochen. Weil ist es ein intrinsischer Wunsch, andere zu entwickeln? Das Wissen weitergeben ist schon cool. Vor allem, wenn du ihnen eine Technik zeigst, deinen Schülern, und dann im Freikampf die Technik perfekt umsetzen oder annähern. Und du bist dann auch so stolz und siehst selber dann auch so, ja, ich hab's gut gemacht. Das ist super. Aber du dann das, sagst, ich hab's ja, der Enthusiasmus, das ist mega. Das gibt so viel zurück auch. Genial. Entwicklung anderer ist wirklich ein Wunsch von Trainern. Und so bis jetzt fühlst du dich jetzt wohler durch das C-Trainer-Training? Auf alle Fälle. Also allein schon Kontakt einfach zu anderen Trainern, ja, die dann mit uns oder miteinander da die Ausbildung zum Ausbilder machen quasi. Das ist schon mega, weil da jeder wieder eine andere Sichtweise hat. Ja. Und da kannst du dann natürlich auch wieder viel von denen lernen und viel austauschen. Das ist super. Also er musste jetzt ein bisschen netter sein hier, weil er muss noch eine Prüfung schreiben. Na, wer bist du? Ich bin der Christian aus Berlin und ich bin hier der Praktikant im Age Opening Store, ja, und vertick die Rash Guards. Worauf freust du dich am meisten hier im Gathering? Ja, ich muss sagen, ich habe mich am meisten jetzt gerade gefreut, als all die Leute zusammengekommen sind, ne, weil ich war jetzt in den letzten 2 Jahren wenig auf Großveranstaltungen. Es ist irgendwie immer schön, diese Menge an Leuten zu sehen und auch wie bunt und unterschiedlich die sind. Es gibt mir immer wieder so ein wohlig warmes Gefühl für die HIMA-Community. Ja, es sind schon eine Familie hier, ne? Es ist immer wieder cool, hier runterzufahren und natürlich auch wegen dem Schweinsbraten. Apfelstrudel auch, oder? Wie war das? Apfelstrudel und Schweinsbraten und die süddeutsche HIMA-Community, ja, das sind Gründe, mal auch nach Bayern zu fahren. Ja, das sind ganz fabelhafte Gründe, also wenn Sie hier noch nicht auf dem Gathering waren. Ich bekomme gerade einen Dolch ins Gesicht, guten Tag. Hallo, guten Tag, sehr erfreut. Gib mir meine Axt, ich brauche meine Axt. Ist das ein neues Projekt von dir? Die Axt auf Reisen, ich halte sie hier mal ins Mikrofon, damit man das auch gut sehen kann. Schau mal, was du uns erzählt. Ne? Genau, ja, das ist ein sehr schönes Buch. Das Beste an dem Buch ist, oh, es riecht so gut. Ne? Es riecht so gut hier. Halt mal die Nase rein. Oh, ah, die geilste Dröhnung. Ah, herrlich, herrlich. Ja, schönes neues Buch. Schön kaufen. Werbeblock. Danke. So, ich stehe hier mit einem Kampfrichter. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin der Dorian und ja, ich mache das gerne und auch schon ein bisschen länger. Dieses Jahr gibt es ja was Neues an den Regeln. Wie findest du die Regeln? Ist es leichter zu judgen, schwieriger zu judgen? Wie schaut's aus? Moralisch gesehen ist es für uns leichter, weil wir Mehrheitsentscheidungen haben. Das heißt, man ist nicht mehr schuld. Für die Fechter ist es aber deutlich schwieriger. Also ganz viele Gefechte gehen auch sehr unzufrieden hier raus. Und vor allem ein Judge kann alles negieren. Das heißt, wenn ein Judge einen Doppeltreffer gesehen hat, dann ist es aus. Also dann gibt es keinen Punkt. Selbst wenn 2 Judges einen positiven Treffer sehen aus ihrer Perspektive und der letzte Judge sagt, nein, da war ein Gegentreffer, dann ist es trotzdem keine Wertung. Eieiei, oh ja, da kann ich mir echt gut vorstellen, dass es zu Frust führt, ja? Ja, doch, also da sind einige Teilnehmer sehr unzufrieden. Aber. Ja, und wie gehst du dann damit um? Wie gehen die Judges damit um? Für uns ist okay, wir sind ja nicht mehr schuld. Ich hoffe mal, dass trotzdem alle am Ende zufrieden sind. Also jetzt machen wir den dummes Mikro. Ja, der Parierdolch ist ziemlich lang. Was noch lang ist, ist deine Stange. Was ist dann? An deiner Stange hängt ein Sack, sehe ich. Oh, ich wusste nicht, dass das in die und die Richtung geht, aber okay. Also das ist natürlich, wir sind am Couch-Interview. Die edelste Waffe von allen, der Dreschflegel. Das machen wir zum Cooldown des Öfteren und deswegen sind wir da auch sehr elegant. Und, zum Cooldown? Ja, ich habe keine Quelle dazu gelesen, aber vielleicht schreiben wir mal eine, mal schauen. Ja, das ist auch historisch, ne? Irgendwann ja. Es ist auch schwer zu parieren, wenn man es gegen den Kopf kriegt, hat man keine Lust mehr. Perfekte Waffe. Also dann schläft man einfach rein und das war's. Man pennt auf dem Feld. Nur mit sicheren Simulatoren, also kein Problem. Okay, magst du mich mal hauen mit dem Ding? Ah, Gott! Nee, damit hat man keinen Hopfen gehauen, ne? Sondern nur Frauen und Kinder. Jegliches Getreide und... Alte Leute. Ich war nicht dabei, also ich kann das nicht ausschließen. Aber es wird Spaß machen? Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Was gefällt dir an dem Gathering ganz besonders? Man hat ganz viele Leute, die man treffen kann. Nein, einfach die vielen Workshops, die vielen Leute, einfach die ganze Atmosphäre. Das ist einfach, das Gathering ist immer toll, immer wieder ein Erlebnis. Nice. Was war dein Highlight von dem Wochenende? Oh,
Das ist ganz schwer, da wirklich ein Highlight rauszupicken, weil einfach alles super ist. Einfach wirklich dann, wenn man im Workshop ist und dann einer sagt, hey cool, willst du nachher mit mir freifechten? Das finde ich immer ganz echt toll, wenn man so dann einfach auch mal... Was würdest du gerne in deinen Verein tragen? Einfach, dass Events super wichtig sind, einfach auch für die Jungen, die neu ankommen, dass sie einfach auch mal mit anderen fechten. Das ist einfach so eine tolle Gemeinschaft, das Thema, und dass man das einfach weiter verbreitet. Und ja, finde ich auch. Hima ist eine tolle Familie. Danke dir, Julia. Bitte. So, ich bin hier zusammen mit den Hüten. Was denkt ihr, macht jeden für euch persönlich, was ist euer Highlight am Gathering dieses Jahr gewesen? Oh, da musst du mal ihn zuerst fragen, ich muss erst nachdenken. Also mein Highlight war ganz klar der Kanon, den wir vorhin zusammen gesungen haben. Das hat richtig mir Gänsehaut bereitet, das war krass. Ich glaube, das war auch für alle, die es mit fabriziert haben oder die auch nur zugesehen haben, irgendwie ein geiler Moment irgendwie. Also richtig, richtig gut. Ja. Wurde mir einfach bewusst, was für eine Energie in dieser Menschenmenge steckt und wie gut die drauf sind und wie cool es ist, mit ihnen zusammen was auf die Beine zu stellen. Danke dir, dass ihr das macht. Herzlichen Dank. Ich war echt wirklich überrascht vom Highlight her, wie das Turnier gelaufen ist. Normales Turnier gibt es genug auch und jetzt machen wir mal wieder was ganz was Verrücktes. Und dafür sind die Hüte ja bekannt, dass sie verrückte Dinge tun. Also, kam auch super an. Ja. Also genau. Das Turnier kam sehr gut an, was wir so gehört haben, ja. Cool. Ja, und das nächste Turnier wird eher evolutionär oder revolutionär von den Regeln? Eher evolutionär. Also wir werden bei dem noch weiter verschärfen und verfeinern und gucken, dass wir da wirklich noch mal ein bisschen was machen. Und wenn ihr die lächelnden Gesichter seht, so vielleicht wie bei euren Kindern, dann ist der ganze Stress vergessen. Ist es so? Ja, schon. Naja, es ist schon noch irgendwas zu tun heute. Man macht's gerne. Genau. Danke euch. Gerne. Herzlichen Dank für das Event. Geil. Ja. Die Halle hat gebumst. Voll geil, hat gebumst. Ja. So, ich habe hier den Ingolf. Ingolf, hi. Wie würdest du dir Hima oder unsere Szene hier, wie würdest du dir wünschen, dass sie in 10 Jahren mein Leben ist? Ich würde mir wünschen, dass es weiterhin ein freundschaftliches Nebeneinander gibt, von unterschiedlichen Vereinen, aber auch von unterschiedlichen Ideen. Und dass auch das Turnierfechten neben der Quellenforschung sein kann, dass ehrenamtliche Tätigkeit neben Profis sein kann, dass einfach jeder seinen Platz findet in dieser Sportart, damit sie einfach noch weiter wächst, weil ich einfach diese verschiedenen Aspekte einfach Liebe an dieser Sportart. Ja, sozusagen jeder Ast hat seine eigene Frucht oder seinen eigenen Geschmack und fügt zu dem Baum von Hima dazu. Ja, so, genau so, Erdem, das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich glaube, wenn Hima nicht mehr so bunt wäre und so vielfältig, dann würde es mir nicht mehr so gefallen, wie es mir derzeit gefällt. Also ich wünsche mir, dass es diese bunte Vielfalt behaltet. Die Familie soll bunt bleiben. Genau. Und Erdem, das ist schon alles. Ja? Ja, mehr Schlaues habe ich nicht zu sagen. Aber ich hätte trotzdem noch eine Frage. Ja, unbedingt. Und aber zwar. Ich wollte schon weg. Nee, sorry, ich kann dich leider noch nicht gehen lassen. Ja, nagel mich. Ja. Wir müssen es rausschneiden. Ist ja auch lustig, oder? Wenn jemand das sieht, oder? Erdem, da kann jetzt, das drehen wir in die Spülung mit. Ich stelle dir eine Frage. Ja, bitte. Du machst so geile Videos. Ja, danke. Ja, also die sind extrem unterhaltsam. Danke. Ist es deswegen so, weil du einfach innen drin noch immer ein fürchterlich kreativer Kindskopf bist? Kann das sein? Die Buntigkeit und die Regenbogenfarbigkeit von Hima lässt meine Kreativität auf jeden Fall sprudeln. Und gestern waren wir auf der Tanzfläche im Lokal, die Bierdeckel sind geflogen und das war so schön. Die Live-Musik hat gespielt, das war schon ein Hammerabend. Und auch das, also auch diese Kombination von Musik und Hima, dass das da dann am Abend zusammenkommt und man da ein Programm hat, hey, Hammer. Das machst du zum Traum, oder? Du sagst es und da muss ich auch dich ganz, ganz toll loben, jetzt wenn wir schon dabei sind. Falls ihr einen Trainer sucht, der euch Verbundenheit in eurem Club zeigen kann und beibringen kann, Ingolf einfach das Nonplusultra. Also du schaffst es einfach, eine Community zu bauen,
dass sie zusammenklebt, sich als Familie anfühlt und dass sich jeder wohlfühlt. Und das ist, das können viele Vereine, glaube ich, noch verbessern. Ja, Erdem, mit so netten Menschen wie dir ist es nicht schwierig, sich wohlzufühlen. Nein, du hast mir jetzt geschmeichelt, da kommt man her und das ist, ich fühle mich wohl und ja, du fühlst dich wohl und hey, ist doch geil. Ist doch geil. Und dann haut man sich die Schwerter um die Ohren und alles perfekt. Voll, voll. Das ist auch ein Stück weit Vertrauen, ne? Ja. Wenn man sich haut. Ist es. Also für mich immer, ja. Freundschaftlichen Sparring, da ist für mich ganz viel Vertrauen auch dabei. Was war dein Highlight in diesem Gathering? Viele Highlights. Ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt mit meiner Frau. Mhm. Ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt mit dir. Der Orga-Teil war anstrengend. Es ist wirklich so, wenn ich dann von der Früh weg bis eins am Schaffen war. Ja. Aber das ist gut und notwendig. Aber ein Highlight für mich war dann auch das Bewegen, dass ich in die Halle gehe und selber zum Trainieren komme. Und ich habe es geschafft, in eineinhalb Workshops reinzuschauen und auch da ein bisschen was zu sehen. Es freut mich. Hast du irgendwas von dem Gathering hier, was du zu Hause anlegen kannst? Ja, ich habe einen neuen Halsschutz gekauft. Den nehme ich mit in meine Unterrichtseinheiten. Hallo Laura. Hallo Erdem. Ich habe gehört, du warst da eigentlich schon, bist du schon immer bei dem Gathering dabei, nicht wahr? Ich bin schon immer beim Gathering dabei, auch wenn ich den 2017er Patch nicht habe, der das beweisen kann, als einziges Beweismittel neben der vielen Fotos, die es gibt davon. Du warst da auch immer im Team dabei, ne? Ich war immer im Team dabei. Ich habe schon ein Team gemacht, da habe ich noch nicht mal selbst gefochten. Was war das Verrückteste, was du hier beim Aufräumen jemals gefunden hast? Die Leute, die Unterhosen vergessen, die dann in der Fundkiste sammeln, dankeschön. Ich habe das gern, dass Leute mir vollgeschwitzte Unterwäsche in die Hand drücken. War widerlich und absurd. Wie eklig. Ja, aber was bewegt dich dann dazu, das immer wieder jedes Jahr neu zu machen? Es macht Spaß, das Team ist sehr lustig. Man kann hinterher gut drüber lästern, was man gefunden und erlebt hat. Man kann sich hauen, man kann Dinge käuflich erwerben. Hi, ich bin hier bei einem Bücherwurm gelandet. Beziehungsweise, du bist kein Bücherwurm, sondern du verkaufst Bücher, oder? Ich bin auch Bücherwurm. Also natürlich Buchhändler wird man, weil man Bücher liebt. Und wenn man dann auch noch Fechten liebt, dann verkauft man Fechtbücher. Was will man machen? Also das sind jetzt etwas über 4 Meter. Der Rest hat leider nicht mehr draufgepasst. Der steht unter den Tischen. Aber so das Wichtigste ist präsentiert. Die Sachen vom Dirk und was man halt so braucht. Wo findet man dich? Mich findet man im Internet unter shophistofakt.de. Oh, nice. Und ansonsten jetzt hier und immer auf dem Drein-Event in Wien und im Mai beim Salzhau in Lüneburg. Und einfach im Netz schauen. Wie war dein Name nochmal? Jan. Jan. Ja, danke. Freut mich, hier zu sein. Viel Spaß noch. Lass uns über die wahre Kunst sprechen. Interpretiere Lichtenauer so, alles ist ein Zornhau und wenn es nicht funktioniert, schlägst du einfach nicht hart genug zu. Probiert das bei euch im Training. Hahaha. Ha, ha. Wer bist du? Luisa. Du hast heute zum ersten Mal auf dem Gathering einen Workshop gegeben. Genau, ja, ich bin Luisa, ich fechte seit 2017, also vor 7 Jahren. Auf dem Gathering war das mein erstes Fechtevent, habe ich seit einem Monat gefochten. Es war in mehr als einer Hinsicht lebensverändernd und heute habe ich zum ersten Mal einen Workshop auf dem Gathering gehalten. Stimmt, es war mehr als in einer Hinsicht lebensverändernd. Ah, ist so smart. Also wer das wissen möchte, was da genau passiert ist. Ja, der kann mich fragen. Was ich heute gemacht habe, war tatsächlich eher ein müssen Drücke und Hände und Beinarbeit kommen, damit ich Ring im Sparring anwenden kann. Immer aus dem Zufechten und dann das Einlaufen in die extrem nahe Distanz, in der man leider nicht mehr zwerchkoptern kann, sondern dann irgendwas Sinnvolles machen muss. Zum Beispiel auf die Arme, ja? Ja, zum Beispiel auf die Arme. Ja, oder unter die Arme oder über die Arme. Pommelstöße hatten wir auch, Entwaffnen hatten wir. Und, kam es gut an? Hattest du ein gutes Gefühl? Ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Ich habe sehr viel liebes Feedback bekommen, sehr viele liebe Menschen, die mich unterstützt haben und es war eine tolle Erfahrung. Es hat mich sehr emotional gemacht. Oh, magst du ein bisschen weinen? Sollen wir ein bisschen zusammen weinen? Nee, ich glaube, das mache ich gleich auf dem Klo. Okay, ja, da weine ich auch gerne alleine, ja. Also. Oder in der Dusche mit Schokokuchen. Problem ist, die Sahne, die zerfließt dann immer, das ist dann nicht so geil. Aber dann bahne ich halt in Sahne, ist auch voll okay. Eben, ein bisschen unter der Dusche. So, hello, I think for the first time, Martin, you're the first time on the gathering, right? Yes, this is my first time here, yeah. Yeah? So, what brought you here?
Well, I was brought here with Siggy, as you can see, so why I'm here this time, maybe next time I'm gonna be fancy or something. Okay, send some other dudes here who can sell stuff. You go to fans, please. Okay, we have a deal. You're in the scene since 10 years? 2003. There's more like sabers, rapiers coming. So is it correct that you see there's a big shift in the scene for new weapons? Well, not in my region. Mm-hmm. It's the same as it has been before, but I mean, we can see just from people ordering different kinds of swords that maybe there is some kind of shift. People are exploring different. We are trying to discover ourselves, right? To see like what works best for us. I mean, I'm definitely all for like sportification, but not of course in a bad way, but in a good way. So more standardized gear, like really getting things that are functional and best for you. So we are in a good trend now. So I just hope it will continue. Okay, and the mindset as well, right? Yeah. Exactly, and the mindset as well. it's about having fun, isn't it? Yeah, absolutely. So this is all about martial arts, right? So this is, you have the books, which is the logic, and then you have the humans, which is the art, right? Yeah, exactly. Well said. Okay, and your book. So is this book now in English or not? Well, 70% of it has only 24 hours. I'm still teaching, you know, I'm managing Siggy and stuff, so I'm living with swords 24/7 now. Ooh, yeah, and it's still in love. Yeah. you can see the glow in the eyes. Perfect. Thank you, Martin. Thank you for what you're doing for the scene. I think you can be very proud of you. So thank you very much. Thanks for the interview, man. Thanks. Huh? Was habt ihr gerade gemacht? Trefferintensität der neuen Siggy Lights, die hier frisch zum Ausprobieren für alle von Martin Fabian bereitgestellt werden. Ich merke schon, du bist ein bisschen Fangirl, ha? Huh? Nee, erst wenn ich gesponsert werde. Hast du es gehört, Martin? Look at me, ich bin perfektes Aushängeschild. Weiblich, Turniere, sportlich, jung, slam. Und vor allem Ochsin. Puh, darf ich mal dein Schwert ziehen, bitte? Erzählst du mal was, wie man hier junge, hübsche Frauen aussieht? Inspired by Siggy Maestro. Da mal reinhalten. Du warst doch die aus der Wasserwerbung. Ich bin käuflich. Danke dir, Mathilda. Mega geil. Viel Spaß noch. Sicheres Fechten dieses Wochenende. Hallo. Ich stehe hier mit der Siegerin, deutsche Meisterin. Ja. Fürs Rapierfechten, oder? Und Langschwert. Ohne Scheiß. Ja. Wirklich? Ja. 23? Ja. Letztes Jahr? Ja. Beides? Beides. Mega geil. Kommt es vielleicht von diesem ekelhaften Yum-Yum Chicken Snack, hast du die gerade trocken gegessen? Ja klar, also irgendwie muss man ja Energie haben. Irgendein Snack muss es geben. Ich glaube, ich werde damit auf jeden Fall nicht Meister. Ja, Training gehört halt auch dazu, aber da bist du ja gut dabei. Und nächstes Jahr gewinnst du. Ja, mal schauen. Ich hätte auf jeden Fall Bock, mit dir weiter zu trainieren. Das macht sehr viel Spaß. Das kann ich nur zurückgeben und ein bisschen Selbstvertrauen schadet nicht. Wie viel trainierst du? Kommt immer so auf die Woche an und wie viel ich verreise, in der Regel so 5 bis 6 Mal. Wow, also zweimal am Tag auch oder wirklich über die Woche verteilt? Mittwoch sind das 2 Trainingseinheiten nacheinander, ansonsten eigentlich jeden Tag. Freitags ist halt so der Reisetag, wo ich nicht immer trainieren kann und Wochenende meistens Events oder mal ein Parktreffen, wenn ich nicht verreist bin. Ja, es ist schon am Ende schon so, der oder diejenige gewinnt, die am meisten auf der Matte stehen, oder? Gutes Training ist auch immer schön, da habe ich Glück bei mir im Verein und auch meine Umgebung, wo ich einfach mal mittrainieren darf. Super. Wir hatten uns auch noch ein bisschen überhalten über Langschwert bei Frauen. Erstens angenehmer und zweitens mehr Frauen in die Vereine zu bekommen. Magst du vielleicht deine Ideen hier noch teilen? Gerne. Also grundsätzlich halte ich es für wichtig, einfach Frauensport zu fördern. Gerade im HEMA ist das einfach eine unterrepräsentierte Gruppe und ich halte es einfach für super wichtig, zu überlegen, okay, wie können wir grundsätzlich mehr Frauen für den Sport gewinnen? Das fängt dann an mit Bewerben von Vereinstraining, das Repräsentieren, im Verein eine Kultur aufbauen, wo sich jeder wohlfühlt, jeder sich auch von der Intensität einfinden kann. Also geschaut wird, okay, wie können wir das matchen, dass die Leute auch bleiben? Und dann ja auch Events gestalten, dass das willkommen ist. Also den Zeitplan so, dass beide Turniere repräsentiert werden, beides promoten. Genau, Plattform bieten, darstellen, ja, schön. Ja, ich denke nämlich auch, dass es wirklich deutlich unterpräsentiert ist und wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Fechterinnen. Das Ziel ist es, gleich viele zu bekommen, dass jeder sich repräsentiert fühlt und gleichberechtigt am Sport teilnehmen kann. Und je näher wir rankommen, desto besser. Danke dir.
Danke dir. Hier haben wir den Space Marine höchstpersönlich, der Michi. Also du bist doch der echte Björn Hunter. Ne? Ringen funktioniert nicht gut. Das ist keine gute Idee. Für alle Beteiligten. Das heißt, du haust jetzt mehr? Ja. Ja, oben anbinden und dann versuchen, die tiefen Blößen zu gehen. Generell eine gute Taktik gegen große Gegner, die auch kraftbetont fechten. Aber das Schwierige ist, wie kommst du gedeckt rein? Das ist wirklich eine schwierige Sache. Ja, man muss halt einmal durch die Todeszone durch. Ja, das ist so ein bisschen wie beim Boxen, wenn man sich anguckt, wie Boxer in den Clinch gehen. Die versuchen sich auch mit Jabs oder Haken oben zuzumachen, tief zu gehen und dann wirklich die Angst zu überwinden, da reinzugehen, wo man weiß, da kommt jetzt der Steinschlag von oben. Das ist so der Hauptpunkt. Und da muss man möglichst schnell durch. Ja. Und dann ist man aber in einer Entfernung, wo es wieder zum Nachteil werden kann, wenn sie einen rufen, beziehungsweise ringen. Ja. Und da ist es dann eben schnell sein. Also rein, zuschlagen, Abzug. Genau, genau. Und das Schwierige ist, mit schnell verliert man auch schnell die Struktur und danach wird es unsauber, das Follow-up. Genau. Bei mir im Verein lachen sie immer, weil ich immer zwei Standardantworten habe, Beinarbeit und kommt drauf an. Kommt drauf an, kann man gut üben bei euch, oder? Beim Schwabenhau? Ja, Schwabenfedern, dreimal die Woche Training in Ulm, kommt zum Training. Zwei Treffer habe. Ja? Fühlst du dich bedroht? Von einem Feldball, nein. Hast du das Turnier mitgefochten? Yep. Ja. Neues Format, anderes Format, muss man sich darauf einstellen. Ich denke, wir können versuchen, das Reglement einfach noch konsequenter zu kommunizieren und dann auch anzuwenden. Du bist weitergekommen? Ja, knapp. Und was denkst du? Wird's Treppchen, wird's nicht? Nee, no way, Treppchen. Also. Gutes Fechten, bleib unverletzt, gell? Danke dir. My Kriegsmesser. My Kriegsmesser. Your Kriegsmesser? My Kriegsmesser. I got a hit from the right side, Mittelhau, and I just parried it simply like this. Yeah. And suddenly I feel something hit me on the side. Yeah. I look to the floor. There's about yay much of a sword tip missing. Is that from me? It was mine, my Siggy Feather. It was about 3 years old. It had been through a lot, though, with me. And it had a big ding in it, actually. But his Siggy Kriegsmesser is hefty. It's a bit thicker. So it just snapped my feather clean. Yeah. So, but it was a good story. So I wrote to then Siggy straight afterwards. I told them the story. And I also told them the story of how my feather was hit by a train, which they loved because it's a really, really solid sword. So they ended up sending me a black feather. It's this beautiful one. So I had to pay for it, obviously, but I got a small discount for the Kriegsmesser story. So thank you. Ich bin heute hier beim Doppelsöldner, oder? Ja, Doppelsöldner TV. Ja, das ist jetzt immer noch OXTV, also mach keine Werbung für dich, okay? Wir waren gestern am Biertisch zusammen gehockt und du hast gemeint, du willst dieses Wochenende deinen Sparring-Rekord sprechen. Von letztes Mal 29 oder 30 Sparrings waren es, glaube ich. 29 Sparrings. Vor allem, du machst heute noch beim Turnier mit, oder? Ja, klar. Ja. Alles mitnehmen, was geht. Ne? Also, wo hat man schon die Chance, hier am geilsten Event in Deutschland irgendwie sich zu prügeln? Ne? Also, I love it. Richtig geil hier. Also, bist voll der Fecht-Hedonist. Ja, alles, was geht. Und danach hast du eine Woche Urlaub, oder wie schaut das aus? Ja, letztes Mal, ich hatte eine Woche keine Stimme nach dem letzten Gathering, weil ich so viel Luft saugen musste. Es war krass, aber also es war das geilste Wochenende meines Lebens, ohne Witz, Alter. Den ganzen Tag Sparring, I love it, Alter. Geil, seht ihr das Leuchten in den Augen? Ja, wir hauen uns heute auch noch, oder? Ja, wir hauen uns mega, Alter. Ja. Mega Bock auf dich, ja? Mach mal, ja. Tun wir uns austesten. Oh, ja, schmuseln. Ein bisschen schmuseln. Ja. Ein wenig Bläschern, sagt man bei uns in Bayern, gell? Aber das ist echt eklig, Bläschern. Bläschern, Raucher und Zauber, ja, ja. Danke dir. Schnack der Mikrofon. Okay, cool. In diesem Sinne, Mahlzeit. Können wir helfen? Ja, aber es hat bei mir zwar so viel Zeit. Ja.
sagen kann, hey, ich bin hier in einer coolen Stichposition. Jetzt hat er mich rausgebracht. Entweder gehst du raus, dass du zeigen kannst, du bist in einer coolen Stichposition, oder du zeigst, hey, ich kann hier einen Schnitt machen. Dankeschön. Aber was gefällt dir am Gathering? Am Gathering? Ja. Die unterschiedlichen Fechtstile, die vielen Leute und die Spitzenlaune. Was nimmst du von dem Wochenende mit? Dass die Sigi Lights verdammt geil sind. Super. Und was nimmst du für deinen Verein mit nach Hause? Die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, wo ich einfach das, was ich gelernt habe, den Leuten weiter erzählen kann und beibringen kann. Wir haben sich gegen 15 andere Fechter durchgesetzt. Ja, hallo, ich bin hier bei Z-Ultimate Protection. Da hört sich nach einer Kondommarke an, aber du verkaufst dir keine Kondome, oder? Aber schützen tut's trotzdem, in dem Fall aber mehr durch die richtigen Stiche. Wie heißt du, wo bist du her? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ja, also ich bin jetzt neu, ich bin aus Augsburg, habe jetzt neu gegründet und baue jetzt einfach Protection, die den Sinn und Zweck hat, dass sie möglichst stabil ist, möglichst leicht ist. Wie klingt denn das Zeug? Kannst du mal ausprobieren? Ja. Ist also Black and Fight, das heißt einfach nur dran, keine Schnürchen, keine Bändelchen, keine Riemen, einfach nur Black and Fight. Wow, das ist ja richtig italienisch minimalistisch, ja? Jetzt bin ich mal gespannt, was hier abgeht. So, und jetzt hauen wir euren Kopf rein. Ja. Nice, das ist geil. Ansonsten habe ich noch was für den Hinterkopfschutz. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten mit dem Kopf, nicht mit dem Bein. Beide Beinschienen zusammen wiegen zum Beispiel nur 400 Gramm. Ähnliche Produkte, die ich sag mal vom Schutz, von der Schutzklasse mitspielen können, wiegen ungefähr 2 Kilo. So cool. Wie war dein Name nochmal? Daniel Zell von Daniel Zell. Z-Ultimate Protection. So cool, danke dir. Danke fürs Interview. Ja, es war schon sehr viel Schönes dabei. Ja.